Grüß Tag und guten Morgen. Na, wie war eure Nacht so? Ich weiß gar nicht, wie viel Grad es gerade so hat drinnen oder draußen oder überhaupt auf jeden Fall zu. Und ich war jetzt einkaufen, die Wäsche, die braucht noch ein bisschen. Ich war mit Einkaufen schneller fertig. Ich habe so an die 29 Euro ausgegeben und bin wieder einigermaßen versorgt für eine Woche. Ich gehe jetzt meistens ohne Plan einkaufen, gell? Das ist auch was Neues, weil sonst habe ich immer einen Einkaufszettel gehabt, dass ich auch nichts vergesse und alles durchgeplant. Jetzt nehme ich, was mich gelüstet. Beziehungsweise habe ich gestern auf Instagram ein Foto gesehen von so einem, ja, was man jetzt braucht, kühle Getränke, weil für Essen ist eh nicht so das Wahre. Und um einen Salat reiße ich mir jetzt auch nicht so. Ich probiere es jetzt einfach nur mit Trinken. Ne? Ja, und die bleibt hinten, Nilsi. Ha? Magst nicht hinten bleiben? Mag nicht hinten bleiben, gell? Und das da dran irgendwie, da ist. So. Was machst du jetzt? Vorkommen, hinten bleiben. Hinten ist viel bequemer. Mehr Platz. Ja? Ja, meine Tochter kommt ja heute zu mir und wir haben Mädelstag und überhaupt Mädelswochenende haben wir. Und ich schwitze wieder. Jedenfalls habe ich jetzt eine Wassermelone gekauft. Ich hasse Wassermelonen, das hat einen Grund. Aber ich habe jetzt trotzdem eine gekauft, weil ich werde mir da, also ich werde die Wassermelone zerschneiden, wüt. Irgendwie grob und dann in meinen großen Standmixer schmeißen. Siehst du, der Ananas wollte ich auch noch kaufen, habe ich gar keine gesehen. Habe gar keine gesehen. Das kann nicht geben, kein Ananas. Ich gehe jetzt nicht mehr zurück, habe halt kein Ananas. Auf jeden Fall möchte ich aus der Melone halt so ein Getränk machen. Ne? Melone und aufgießen mit, nicht mit Sekt, so wie es im Rezept steht, sondern mit Mineralwasser, sonst schauen wir ja aus bei der Hitze. Na, danke. Das dann kühlen, gefrieren kann es nicht. Echt, hat es gefroren und rausgenommen, wieder gefroren und rausgenommen. Das kann ich aber nicht. Jetzt irgendwie stößt nur kalt und das werden wir uns am Nachmittag hineinschmeißen. Ne? Ja, schauen, ob es uns kühlt. Die Wassermelone, ich hasse Wassermelonen. So gesehen ist ja passend, weil wie mit meiner Tochter schwanger war, habe ich dann so, die ist im August auf die Welt gekommen, also demnächst hat es Geburtstag. Und da habe ich schon ziemlich viel Wasser dann auch. Was machst denn du? Also ich will glaube ich doch vorne, komm her. Ich will das da runter tun. Hängst jetzt in der Leine. Machst du jetzt einen Live-Auftritt da quasi, einen super tollen Sabotage von dem Scheiß-Video von Frauen, ne? Ja. Jetzt bleibt es doch hinten. Ja, und da habe ich ziemlich viel Wasser schon gehabt in die Füße und in die Hände und überhaupt. Und da hat der Arzt gesagt, ich soll einmal in der Woche einen Wassermelonentag machen, so heißen. An dem Tag gibt es nur Wassermelone. Und das habe ich gemacht, das hat er wirklich geholfen, so zum Entwässern. Aber mir hat es dann so gegraust vor Wassermelonen bis heute. Bis heute habe ich eigentlich nur von Wassermelonen zum Essen. Ich habe es aber noch nie probiert zum Trinken. Jetzt fällt mir gerade was ein, so eine Zitrone gehört da auch eine. Ja, nicht gekauft. Aber was ist das da? Ich habe auch keine Zitrone gesehen. Ui. Ja, das wird jetzt alles ohne dem Zeugs gehen. Eventuell werden wir es ein bisschen zuckern. Und fertig sind wir. Ist doch egal, die Melone schmeckt mir so oder so nicht. Ne? Egal. Ja, dann haben wir noch Getränke eingekauft, die wir auch gut kühlen, weil die werden wir brauchen. Und ja, so ein Pickerts Cola.
statt einen Kaffee am Nachmittag, obwohl ich so einen kalten Kaffee habe ich auch gekauft. Aus dem Becherl. Vielleicht morgen zum Frühstück. Ja, morgen fahren wir dann in der Früh schon los zur Verwandtschaft aufs Land. Zu einem Frühschoppen, Feuerwehrfest und Frühschoppen. Also das Feuerwehrfest ist glaube ich heute schon, kennen wir ja nicht aus mit so Landgeschichten. Wir sind ja nicht vom Land. Und dann ist Frühschoppen so ab 10. Da werden wir schauen, dass wir so ab 10 Uhr dort sind. Und ich war noch nie auf einem Frühschoppen. Fragt es mich nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, und dann halt ein Besuch bei der Verwandtschaft, weil die wohnen ja auch dort. Gell? Haben wir auch Pool, also insofern könnte es ganz gemütlich werden morgen. Also es wird sicher ganz gemütlich morgen. Und dann lassen wir es uns gut gehen. Wir zwei Mädels. Ja, Mädelswochenende halt, ne? Ja, ansonsten werden wir voll umeinander hängen. Ich werde meinen Pullover weiter stricken an dem, ihr wisst schon, Pullover. Ich werde einfach bachhart jetzt einmal einen Ärmel fertig stricken. Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, das Ding. Ich weiß nicht einmal, am Ende ist der vielleicht viel zu groß oder zu klar. Und was ich mir auch schon überlegt habe, ist, wahrscheinlich so es drauf gab, kratzt auch noch furchtbar, weil da diese Glitzerfäden drin sind, gell? Ja, wir werden es ja sehen, gell? Ich stricke ihn jetzt weiter. Ich glaube, ich werde ihn lieb haben. Ich werde ihn einfach lieb haben müssen. Jo. Ist das da eine Alarmanlage oder was? Naja, geil. Ja. Warten auf die Wäsche. Ich kann das nie einschätzen. Also ich komme da immer mit einem vollen Ikea-Sack her. Mit dem Quan von der ganzen Woche, mit dem Bettzeugs und mit dem Handtuch und das Geschirrtuch und so. Das Zeugs halt, schmeiße ich alles zusammen in die 8-Kilo-Maschine da. Und heute habe ich meine Kuscheldecken auch noch mitgehabt, die unten auf der Couch liegt, weil die schon ein bisschen müffelt, weil die Nelly da gern drauf liegt. Und die Nelly riecht nicht so gut. Also, die riecht halt nach Hund und folglich riecht auch schon die Decken sehr nach Hund. Und ich mag das nicht, wenn es so heiß ist. Das ist noch zusätzlich so ein Punkt, wo ich mir denke, nein. Jetzt habe ich die auch mitgenommen, mit reingestopft und war mir nicht sicher, ob sich das überhaupt ausgeht, aber es war noch was reingegangen. Also ich kann das echt nicht abschätzen. Es geht. Mein Sommergewand muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Kann ich jedes Mal auch sogar die Bettwäsche, also nur von meinen, weil an der anderen Hälfte liegt ja selten mehr. Da kann man sparen. Also heute die Tochter, aber wegen einmal. Ja, aus dem glaube ich, werden wir heute kein Bettzeug brauchen, kein Decken. Gehen wir uns schenken. Ja, genau. Dann habe ich mir, also war so eine super Idee, das muss ich noch ausfeilen. Ich habe mir jetzt nämlich oben einen großen, so einen Standventilator gibt es und den habe ich mir hingestellt. Ins Schlafzimmer, neben das Bett. Also zuerst habe ich so einen kleinen Steg gehabt. Der ist aber ein bisschen komisch, der kleine, weil den habe ich am Boden Steg gehabt und der kippt immer ganz nach hinten. Der will nicht einrasten so in der Stellung. Wenn er sich dann anfängt zum Hin- und Her dran, dann macht er wupp nach hinten und dann tut er alles nur so nach oben blasen. Das ist nicht ideal. Jetzt habe ich den großen, der war am Balkon, reingeholt und einmal sauber gemacht und schaut, ob er überhaupt geht. Ja, geht. Und den habe ich jetzt dort hingestellt neben dem Bett. Und der bläst schon ordentlich. Also der bläst ordentlich. Der bläst so ordentlich, dass man dann alle Katzenhaare im Gesicht bicken hat. Ja, und das war gerade, es war genau nicht so ideal. Also das habe ich dann wieder angedreht und habe gedacht, gut, ich muss den einmal rennen lassen, wenn ich nicht drin liege, dass er mal alles wegbläst. Ist ein Plan, ne? Ist ein Plan. Aber es ist sehr angenehm, wenn du im Bett liegst und noch nicht schlafst. Also ich drehe mir dann auch wieder an. Ich lasse ihn nicht die ganze Nacht rennen. Aber wenn man sie hinlegt und einmal so immer so ein Hauch vorbeikommt und wieder zurückkommt und wieder vorbeikommt und wieder zurückkommt, das ist sehr angenehm. Ja, wie gesagt, die ganze Nacht lasse ich den auch nicht. Das ging mir auf die Nerven, auch das Geräusch, was der macht. Aber sonst kannst du irgendwie nicht anders helfen zurzeit. Ist unmöglich, ne? Also heiß ohne Ende.
Also wirklich ohne Ende. Ich glaube, das geht nächste Woche auch noch so weiter. Und ja, was so ist. Ist halt Sommer, kannst nichts machen. Sommer ist Sommer, es war eh bis jetzt kein Sommer, jetzt ist endlich Sommer, jetzt ranzen wir umeinander. Gott sei Dank ist Wochenende. Ja. Ja, fahr weiter, mach dann Lärm da. So, ich werde es dann schauen, theoretisch. Ich schätze mal, 5 Minuten wird es noch dauern, die Wäsche, und dann können wir wieder heimfahren. Die zwei. Zu unserem Wo. Wo? Was? Zu unserem Wo? Zu unserem Mädelswochenende. Nicht zu unserem Wochenende, sondern Mädelswochenende. Ich wünsche euch was, schicke euch ein dickes Bussi auf eure Bauches. Und Baba.